Hey Skatfreunde, hinein ins Vergnügen. Wir machen genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Das heißt, wir sind Gegenspieler, es läuft die Spieleröffnung und wir versuchen so schnell wie möglich die Anzahl Trümpfe des Alleinspielers rauszubekommen, beziehungsweise im Umkehrschluss die Anzahl seiner Fehlkarten. In den bisherigen Beispielen war das recht einfach und geradlinig, weil der Alleinspieler meist in Vorhand saß und meist auch die ersten 1, 2, 3 Stiche von oben gezogen hat. Das ist natürlich nicht immer so, aber auch wenn der Weg zu diesen Informationen dann 1 oder 2 Stiche länger ist, die Technik ist die gleiche. Im zweiten Schritt wird es jetzt schon eine ganze Ecke interessanter und auch kniffliger, denn es gilt, die faktisch sicherstehenden Informationen durch plausible Annahmen zu ergänzen. Und was genau ich damit meine, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ihr sitzt mit folgendem Blatt in Mittelhand, der Alleinspieler in Vorhand ist bei 18 rangekommen und spielt Kreuz, wo ihr 3 Trümpfe dagegen habt. Das Spiel wird eröffnet mit dem Kreuz Buben, von euch die Kreuz Lusche und von eurem Partner der Kreuz König. Mathematisch wirklich bewiesen ist jetzt nur, dass der Alleinspieler zwischen einem und 7 Trümpfe hat. 8 Trümpfe kann er natürlich nicht mehr haben, weil hier schon 2 offen auf dem Tisch liegen von aus euren Händen und ihr noch selber 2 in der Hand habt. Trotz alledem ist natürlich klar, das sagt euch sowohl eure Erfahrung als auch der gesunde Menschenverstand, dass ihr hier wohl nicht mit einem 1, 2 oder 3 Trümpfer des Alleinspielers rechnen müsst. Erstens mal, weil das extrem unwahrscheinlich und selten ist, dass solche Farbspiele gewählt werden. Und zweitens mal, weil ihr sicher auch davon ausgeht, dass euer Partner den Kreuz König nicht freiwillig hergegeben hat und insofern keine Trumpflusche mehr in der Hand hat. Das heißt, ein paar plausible Annahmen werden ganz automatisch von jedem sicher schon getroffen. Und das jetzt noch ein bisschen strukturiert zu erweitern, das ist jetzt hier Kern dieser Übung. Dafür solltet ihr euch in die Köpfe der Mitspieler hineinversetzen und dann dürfte an diesem Stich auch schon ziemlich deutlich werden, dass es vermutlich kein Siebentrümpfer ist. Und zwar, wenn ihr die Karte des Alleinspielers visualisiert, wenn es ein Siebentrümpfer wäre, dann hätte der Alleinspieler Kreuz, Herz, Karo, Bube und Kreuz, Ass, 10 zu 4 in Vorhand. Da würde sehr, sehr häufig ein Grang bei rausspringen. Im zweiten Stich folgt jetzt Herz, Bube, Pik, Bube von euch und von eurem Partner das Kreuz, Ass. Von daher, es ist tatsächlich kein Siebentrümpfer, höchstens ein Sechstrümpfer. Und jetzt kommt natürlich schon die nächste Ergänzung. Warum ist denn jetzt hier an dieser Stelle auch sehr wahrscheinlich, dass es genau ein Sechstrümpfer ist und kein Fünftrümpfer? Dazu müssen wir uns jetzt wieder in den Kopf unseres Mitspielers hineinversetzen und können doch wohl ziemlich sicher davon ausgehen, dass er nicht aus einer Konstellation mit Karo, Bube, Kreuz, Ass und König im ersten Stich den König gegeben hätte, denn das wäre ein Patzer. In der Konstellation hätte er den Karo Buben sicherlegen müssen. Von daher, wenn es hier nicht um einen sehr jungen, unerfahrenen Spieler sich handelt, dann kann der Karo Bube nicht mehr bei ihm sitzen. Das heißt, die einzige andere Trumpfkarte, die noch bei ihm sein könnte, wäre die Trumpf 10. Das wiederum ist allerdings unwahrscheinlich, weil der Alleinspieler dann einen Fünftrümpfer mit 3 Buben gespielt hätte und auch diese Konstellation ist ausgesprochen selten. Von daher, obwohl wir hier erst 2 Stiche gesehen haben, können wir schon mit ziemlich großer Sicherheit davon ausgehen, dass der Alleinspieler einen Sechstrümpfer spielt. Und wenn wir jetzt das Spiel ganz einfach nochmal in der erweiterten Eröffnung ein bisschen fortsetzen, zum Beispiel Karo Ass, Karo Dame vom Alleinspieler Karo 7, dann haben wir jetzt natürlich noch weitere Informationen. Wir haben jetzt hier schon 29 Augen und wenn etwa Karo 10, Karo Lusche mit der Kreuz 10 gestochen wird, dann ist in diesem Moment wirklich ziemlich klar, es ist ein Sechstrümpfer, denn der Karo Bube aus den eben genannten Gründen sollte beim Alleinspieler sitzen. Und wir wissen darüber hinaus, der Alleinspieler hatte genau ein Karo und hat jetzt also noch 3 uns unbekannte Karten im Blatt. Wenn der Alleinspieler also an der Stelle nicht Trumpf weiterziehen würde, sondern direkt auf seine Fehlkarte wechseln würde, sollte uns das bekannt sein. In aller Regel wird jetzt aber der nächste Stich auch noch so aussehen: Karo Bube von euch, Kreuz Dame und der Abwurf von eurem Partner. Und damit ist dann diese erweiterte Spieleröffnung abgeschlossen und ihr habt alle Informationen verfügbar, um das Endspiel, wenn ihr so wollt, präzise und auf den Punkt zu gestalten.
Ihr sitzt in Hinterhand, Kreuz ist Trumpf, und um das mal ganz deutlich zu machen, dass die Fehlkarte hier noch nicht im Fokus steht, bei diesen Trumpfabzählübungen habe ich die 7 Fehlkarten einfach mal verdeckt dargestellt. Diese drei, das sind eure Trümpfe. Der Alleinspieler ist für 18 Besitzer geworden und ausnahmsweise eröffnet er das Spiel mal nicht mit einem Buben, sondern er startet jetzt hier mit der Kreuz-Lusche und von eurem Partner fällt der Karo-Bube. Und jetzt frage ich euch, wie viel Trümpfe hat der Alleinspieler und warum? Seid ihr soweit? Nun, ich lehne mich mal aus dem Fenster, mache den ersten Schritt und behaupte mit 95% Wahrscheinlichkeit aufwärts, der Alleinspieler hat hier einen Sechstrümpfer und euer Partner hat noch genau einen dunklen Buben. Woher weiß ich das alles? Ich benutze die gleiche Technik wie vorher, das heißt, ich stelle mir die Kartenhände der Mitspieler vor und frage mich, warum spielen sie, was sie spielen und warum legen sie, was sie legen. Mein Partner wird wohl kein Naturkreuz haben, sonst hätte er den gelegt anstelle von Karo Bube. Bestenfalls vielleicht die Kreuz 7, das sieht man manchmal, aber auch das wäre natürlich kein guter Zug, denn damit macht er es ja unnötig schwer, den Alleinspieler in Mittelhand zu bekommen. Von daher gehe ich ziemlich sicher davon aus, dass der Alleinspieler Kreuz Ass 10 Dame Doppellusche selbst hat. Wenn diese erste Annahme stimmt, dann folgt daraus auch ziemlich sicher, dass der Alleinspieler nicht die beiden oberen Buben hat, denn damit hätte er in Vorhand sonst fast immer einen Grang. Von daher ein dunkler Bube mindestens bei meinem Partner. Dass mein Partner jetzt zu dem Karo-Buben ohne Reizung noch beide dunkle Buben hat, das ist auch wieder sehr unwahrscheinlich und somit habe ich schon alle Zutaten für diese Vermutung. In diesem Beispiel sitzt ihr wiederum in Hinterhand, Herz ist Trumpf, ihr habt nur zwei, der Alleinspieler in Vorhand öffnet das Spiel mit dem Herz-Buben, von eurem Partner die Herz-Lusche, von euch die Herz-Lusche. Das ist jetzt noch ein bisschen zu wenig, um die ganz großen Rückschlüsse zu ziehen, aber es geht ja direkt weiter mit dem zweiten Stich und da liegt Herz-Lusche, Trumpf-Ass von eurem Partner und von euch die Herz-Dame. Und jetzt frage ich euch, wie viel Trümpfe hat der Alleinspieler und welchen Trumpf oder welche Trümpfe ganz konkret hat euer Partner noch in der Hand? Seid ihr soweit? 3, 2, 1, jetzt geht's zur Lösung. Der Alleinspieler wird hier mit 99% Sicherheit einen 5-Trümpfer haben und euer Partner noch Kreuz und Karo Buben führen. Und das ist das Schöne, das Spiel ist eben so logisch, dass man das alles erkennen kann. Der Alleinspieler wird nicht die drei oberen Buben haben, sonst hätte er natürlich jetzt nicht von unten gezogen. Und er kann auch keinen 6-Trümpfer mit den drei Unterbuben haben, denn dann hätte er mit diesem Stich ganz leichtfertig das Trumpf Ass aufgegeben. Es müssen also zwei Buben bei eurem Partner sitzen. Wie kann ich mir schließlich jetzt noch so sicher sein, dass es genau Kreuz und Karo Bube sind, die bei unserem Partner sitzen? Nun, auch das wieder ik ganz typisches Muster. Erstens mal Pik Bube, Karo Bube, Trumpf Ass und Lusche wird unser Partner kaum haben, denn dann hätte er den Herzbuben im ersten Stich ziemlich sicher übernommen, sonst würde er gegen den Kreuzbuben beim Alleinspieler einen Trumpfstich verschenken. Mit Kreuzbube, Pikbube, Trumpf Ass und Lusche wiederum hätte er den Herzbuben vermutlich rausgenommen, um das Tempo nicht aufzugeben und auch gegen einen möglichen Sechstrümpfer bei uns das, ein blankes Trumpfbild oder gar die Trumpf 10 zu schützen. Die Liste an möglichen Beispielen ließe sich endlos fortsetzen. Ich kann sie nicht alle bringen, ich will sie auch nicht alle bringen. Das bleibt genau der Spaß am Spiel, dass ihr auch in den jeweiligen Situationen selber mal ins Grübeln kommt, ins Knobeln kommt. Ganz viel Informationen sind ganz einfach verfügbar und das, was wir hier angefangen haben, das ist genau gläserne Karten, der erste Schritt, erkennen, was sein muss, weil es nicht anders sein kann. Viel Spaß dabei wünsche ich euch, viel Erfolg, bis nächste Woche. Good blood.